Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute einen DM und einen Bipper Haul und ich möchte das Video ehrlich gesagt schnell rüberbringen, weil es in meinem Zimmer gefühlt 40 Grad hat und ich es echt nicht aushalten kann. Ich bin echt ein Mensch, der Hitze nicht mag, also gar nicht. Ich bin mehr so der Frühlingstyp, also ich mag es so, wenn es nicht ganz kalt ist und nicht ganz warm ist, also so praktisch so ein Mittelding. Einen habe ich mir so einen Denk mit Lufterfrischer gekauft und zwar ist dieser in grüner Tee und Apfel. Und ich habe zuerst gedacht, es wird sehr, sehr zitrusartig riechen, also sehr, sehr penetrant. Ist dem aber nicht so. Es riecht sehr, sehr schön frisch, angenehm fruchtig. Also es hat schon sehr, so einen kleinen Zitrusduft, aber sehr, sehr, sehr angenehm. Ich habe mir zum einen dieses Boro Talco Deo gekauft in der kleinen Probiergröße für, glaube ich, 1,19, 20. Und das sind 45 Milliliter und ich habe das so oft in der Werbung gesehen und das soll ja auch die Nummer 1 in Italien sein. Und daher habe ich gedacht, ja, probier's das mal aus, weil eigentlich bin ich sehr, sehr zufrieden mit meinem Rexona Deo. Aber hat mich jetzt einfach so interessiert und ich fand die Größe auch sehr, sehr ansprechend. Dann habe ich mir eine Feuchtigkeitsmaske gekauft und zwar von Alverde. Naturkosmetik, Wildrose und Shea Butter. Ich habe es schon probiert. Ich habe halt nicht warten können. Ich muss das halt unbedingt probieren. Und meine Meinung dazu werdet ihr dann in einem Haul Review Video erfahren. Genau. Und das ist ja für trockene Haut. Und Rosen sind ja, also Rosenöl, Rosenwasser ist ja generell sehr gut für die Haut. Und daher habe ich halt zugegriffen. Da ich ja schon diese Maske gekauft habe, hat mich auch diese Alverde Tagesrose, Wildrose, Tagescreme, Wildrose Creme gekauft. Die enthält unter anderem, also neben Wildrose und Sonnenblume, enthält es noch Shea Butter, Bio, Hyaluronsäure. Ich sag das sicher falsch. Hyaluronsäure und irgend noch so ein Kohlenhydratekomplex. Und das war jetzt, glaube ich, auch unter 4 Euro irgendwas sowas und war jetzt 50 Milliliter und da bin ich sehr gespannt, weil ich eigentlich nicht so gerne meine Cremes, weil ich nicht so gerne meine Cremes wechsle, weil ich sehr, sehr empfindliche Haut habe und wenn die Creme funktioniert, dann bleibe ich wirklich sehr, sehr lange bei dieser Creme. Aber jeder will natürlich mal was Neues probieren und daher versuche ich jetzt mal damit. Habe ich mir eine Zahnseide gekauft von Dontodent und zwar diese ganz normalen 50 Meter mit Minze. Und dann habe ich mich sehr interessiert für dieses Balea Fuß Deo. Hygienische Frische mit Menthol und Pfefferminzöl. Ich bin eigentlich kein Minze-Fan, ich mag das eigentlich gar nicht. Aber ich fand es sehr interessant, weil ja, Ballerina-Zeit und meistens oder so einfach Sneakers trage ich eh schon. Ich habe eh meistens Socken, also diese Ballerina-Socken. Aber die bringen ja im Endeffekt gar nichts, weil trotzdem fängt es ja irgendwann an zu stinken. Und da wollte ich halt dieses Deo probieren. Und es riecht... Boah. Es riecht sehr medizinisch. Also es riecht sehr medizinisch. Ich finde, es riecht nicht gut in dem Sinne, dass es jetzt sehr, sehr duftet. Aber ich denke mal, wenn man schwitzt und es so ein bisschen das neutralisiert, riecht es dann doch besser. Also besser als euer Fußgeruch, nehme ich mal an. Und hier steht noch pflanzliche Deo-Wirkstoffe gegen Geruchsbildung für angenehme hygienische Frische. Menthol und Pfefferminzöl beleben strapazierte Füße. Füße rundum einsprühen, insbesondere die Zehenzwischenräume. Okay. Also als zweiter Inhaltsstoff ist Alkohol enthalten und als dritter ist irgendwie Eukalyptus Globulus Leaföl. Also ich nehme das, ist irgendwie so ein Verminzdingsbums. Und dann habe ich mir noch eine Handcreme gekauft und zwar habe ich ja derzeit eine, aber ich wollte einfach eine kleine für meine Tasche. Und da habe ich mir von Florena diese Bio-Olivenöl-Handcreme gekauft. Hier steht Olivenöl aus kontrollierter biologischem Anbau und Provitamin B5. Sorgt für ein gleiches und weiches Hautgefühl. Also es war, wie gesagt, nur eine kleine Größe, damit ich halt etwas in meiner Tasche habe. Und ich weiß, dass das mal wirklich vor langer Zeit, also nicht vor langer Zeit, vielleicht vor einem Jahr oder so, sehr gehypt war und sehr, sehr beliebt war auf YouTube. Und da habe ich gedacht, ja, wieso nicht, kaufst du keine kleine Größe und probierst es mal aus.
Dann war ich bei Catrice und da habe ich mir diesen Catrice Pure Shine Color Lip Balm gekauft in der Farbe 010 Rose and Woody, also wieder so ein Rosenholzton, wo ich, glaube ich, seit nur 4-5 Monaten wirklich verrückt nach dem bin. Vielleicht kann man das unschwer sehen. Ich war in DM und habe halt alles geswatcht, was geht, weil ich mir doch nicht sicher war. Und das Licht ist auch sehr, sehr irreführend, finde ich. Also ich gehe dann meistens irgendwo in eine andere Abteilung und schaue mir dann das genau und sage, ah, okay, das ist so und so. Weil durch das Licht, also die Farbe wird total verfälscht. So. Und dann habe ich mir, wie gesagt, für dieses 010 Rose and Woody entschieden. Also diese Color Lip Balm Shine. Und da war ja auch vor ein paar, weiß nicht, wie das rausgekommen ist. Das wäre jetzt diese Farbe hier. Wie das rausgekommen ist, da war ja Ur der Hype nach dem. Und ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Aber ich wollte halt einfach nur was so ein bisschen, also frische und so ein bisschen ganz, ganz dezenten Glanz auf die Lippen macht. Aber natürlich so einen auch gewissen Sheen hat. Also nicht ganz transparent ist. Und dann habe ich mir noch ein Nagellack gekauft. Und zwar war ich auf der Suche nach dem schon so lange, so ungefähr ein Jahr. Ich wollte so ein Rot-Orange-Ton, also kein Rot, also kein klassisches Rot, sondern einfach ein Rot-Orange-Ton. Also sehr, mit einem sehr starken Orange-Einschlag. Und da bin ich bei Essence fündig geworden. Und zwar habe ich mir von Essence Gel Nail Polish die Farbe 18 I Don't Care gekauft. Und genau wie er in der Kamera ist, also er wirkt teilweise in der Kamera ein bisschen neon. Und ich habe ihn noch gerade drauf und er ist wirklich nicht neon. Also er hat, man merkt schon, dass da sehr viel Orange drin ist. Und ich finde das sehr, sehr, sehr schön. Und ich finde auch, dass dadurch die Hände dunkler wirken. Das heißt, ein bisschen bräunlicher als sonst. Also auf jeden Fall bei mir ist es so. Und ja, fand ich schön. Ich trage darüber auch noch einen Topcoat. Der kommt auch von Essence. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden. Also ich bin zufrieden mit der Bürste, mit der Farbe. Die Farbe ist genau, wie sie in der Flasche ist. So, dann war ich noch im Bipa und da habe ich mir 2-3 Lippenprodukte gekauft. Ich bin ein bisschen verrückt geworden mit den Lippenprodukten. Und ich habe mir zum einen, also erstens einmal einen Lip Liner gekauft. Und zwar die Farbe 5 Orchid. Und das ist halt, ja, das ist halt dieser Ton hier. Ups, dieser. Und den habe ich mir gekauft, weil ich mir den Look by Bipa Mega Stay Lipless Lipstick in Waterproof gekauft habe. Es ist halt auch so dieses Stain-Lipbalm-Geschichte. Also es soll angeblich sehr lang halten. Und weiß ich halt nicht. Das ist jetzt diese Farbe hier. Und die Farbe fand ich sehr schön. Es ist so ein dunkler Bärenton halt. Und da habe ich halt einen Lipliner gebraucht und da fand halt die Combo. Und also Look by Bipa, wer das nicht kennt, das ist so eine Eigenmarke von Bipa. Also es ist praktisch so wie Balea, aber die haben halt ja, Schminksachen, also Schminkprodukte. Und die sind halt auch mit diesen neuen Mega Stay Lip Balms. Ich weiß nicht, wie man die bezeichnet. Hier steht nur Mega Stay Lipstick Waterproof. Und da ich ja auf diesen Rosenholzton-Trip bin, habe ich mir noch eine Farbe gekauft und zwar Vintage Rose. Und das ist diese Farbe hier. Sehr, sehr schön, finde ich. Und ähnelt so ein bisschen diesem von Catrice, aber das von Catrice ist halt sehr, sehr glossig irgendwie. Und das ist sehr matt. Ich trage das heute zum Beispiel auch auf den Lippen. Und in der Kamera kommt es sehr, sehr dunkel rüber. Aber im echten Leben ist es so nicht dunkel. Also es ist wirklich nicht dunkel. Ich habe es jetzt einfach nur probiert, raufgetragen, um zu sehen, wie es ist. Ich muss sagen, sobald man es aufträgt, wird es so ein bisschen trockener. Also man merkt schon, dass es sich so an den Lippen festhält, also sehr antrocknend. Wer es nicht ab kann, kann darüber noch ein Gloss oder Lippenbalsam geben, damit es halt nicht dieses unschöne Gefühl ist. Aber mich stört es jetzt persönlich nicht. Und die waren jeweils 2,79. Also diese Mega Stay Lipsticks waren jeweils 2,79. Und der Lip Liner war 1,79. Also wie die Produkte sind, weiß ich wirklich nicht. Wie gesagt, die sind hier neu. Ich drehe mal so. Die sind hier neu. Und das gibt es eh schon länger, aber ich weiß halt nicht, wie die, ja, die Dauer ist. Und als letztes habe ich mir noch ein Augenbrauenprodukt gekauft. Und ich muss sagen, ich bin sehr pingelig, was Augenbrauenprodukte angeht, weil ich voll zufrieden bin mit meiner Combo, also die Catrice Eyebrow Pencil in Date with Ashton und halt mein Augenbrauengel von Averde.
mit der ich sehr, sehr zufrieden bin, by the way. Aber ich habe mir einen neuen Augenbrauenstift gekauft, und zwar auch von Look by Beeper, Beeper Eigenmarke. Dieser Eyebrow Pen in der Farbe 4 Sand. Und ja, das wirkt sehr, sehr topig so ein bisschen. Also das ist halt diese Farbe jetzt hier. Und ich habe mir aber vorgenommen, meine Augenbrauen ein bisschen heller, also aufzuhellen. Und da habe ich halt gedacht, brauche ich vielleicht einen helleren Stift noch dazu. Also praktisch als extra. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Dauer ist, ob das jetzt den ganzen Tag hält, weil der Catrice Eyebrow Pen hält wirklich den ganzen Tag. Also es ist echt kein Problem damit. Der hält 12, 13 Stunden. Und also bei mir jetzt, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Bei mir hält er zusätzlich, habe ich halt noch das... das Augenbrauengel von Alverde, das ist auch sehr gut. Und ich werde es halt versuchen mit dem hier. Und bin sehr gespannt, das hat auch irgendwie so 1,79 gekostet. Also kostet ungefähr so die Preiskategorie von Essence und Catrice. Also dazwischen halt, so ein Zwischending. So Leute, das war jetzt so mein DM und Beeper Haul. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und alle Produkte, wie ich sie finde, erfahrt ihr in einem eigenen separaten Video. Und ja, dann wünsche ich euch alles Gute. Und wie immer sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ciao. Dann habe ich nach einer neuen Handcreme gesucht. Und zwar habe ich mich wieder nicht an die große Größe getraut.